Ahoi und willkommen zurück zu Rise of Minecraft. Gestern eine Mega-Monster-Folge. Heute wird es hoffentlich ein wenig kürzer, beziehungsweise ich werde dafür sorgen, dass es ein wenig kürzer wird. Ich habe gerade offscreen noch ein bisschen Enderdust hinten aus den Poren genommen, war nicht so super viel. Wir haben zwei Sachen vor. Einmal die Automatisierung der Essenzbüsche, die da oben sind, und dann das Umsetzen der Query. Denn es wird nicht wirklich viel Energie hier abgenommen von unserem Reaktor. Ihr seht, der springt immer kurz an und dann ist er schon wieder über den 90%. Ich hatte letzte Mal 99 eingestellt, aber das war ein bisschen wenig. Da ist er immer angesprungen, ausgegangen und ist nie wirklich richtig abgekühlt, sodass wir immer weiter fleißig verbrannt haben. Deswegen habe ich jetzt hier auf 90 runtergedreht. Und mit 90 funktioniert das auch super prächtig. Ihr seht, da die Lampe ist grün, das heißt, es wird Energie abgezogen aus dem Reaktorsystem. Und der wird auch dauerhaft laufen, dann, wenn wir erstmal die Query umgesetzt haben. Deswegen würde ich sagen, machen wir das zuerst. Ein bisschen Kabel würde ich mir dafür noch gerne mitnehmen. So machen wir das genau. Ein bisschen besser ausstatten. Das lassen wir da, dass es nicht zu schade wird. Beziehungsweise es wird sowieso schade, weil wenn wir da sterben sollten, wir müssen eh zurück, denn wir haben ja das Jetpack. Naja, gehen wir erstmal rein. Jetpack ist im Hover-Mode, wir können nicht sterben. Und wir fliegen direkt wieder hoch, weil ich schlauerweise keine Fackeln mitgenommen habe. Das sollten wir schon noch machen. Zwei, drei Fackeln wären vermutlich nicht schlecht. Da habt ihr gerade einen Systemsound gehört. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte. So. Ein Stack Fackeln. Wir wollen wieder nicht so weit gehen, aber schon etwas größer als beim letzten Mal. Denn das hat ja jetzt nicht so ultra lange gedauert, bis der Bereich abgefarmt war. Wir sind hier auf Höhe wie viel gewesen? 89. Und sind hier auf 100, auf 146, ne? Genau, 146, 89. Dann nehme ich mir erstmal diese Fackel mit. Kann ich nicht so machen. Und das wird in die Richtung genauso gemacht. 146. Vielleicht mehr hier. So, und wir sind bei 177. Und da bringen wir dann auch die andere Fackel hin. Moment. Bei uns hier alles verzehrt. Eben ein wenig Licht tanken. Und damit ich natürlich auch möglichst schnell den Weg zurückfinde. Ja. X haben wir hier. Oh, hier ist das Void. Und hier gehen wir mal auch, glaube ich, zu der Säule. Höhe.
einmal die Query fragen, ob sie die Boundary successful established hat. Die spawnen mir echt zu viele Werkets dafür, dass ich die Query am Boden mache. Query has finished, ja. Und wenn ich dich jetzt neu wieder aufstelle. Successfully established boundary und ist schon am Scannen. Wunder, wunderschön. Wir fliegen wieder hoch. Und gucken mal, was dabei rumkommt. Wir werden auch die ganzen Kisten jetzt ein wenig ausräumen und ins ME-System einsortieren. Dann würde ich denken, dass wir nächste Folge zusätzliches Drive bauen müssen, wenn wir nicht sogar schon das ME-System erweitern müssen und einen ME-Controller bauen müssen. Lass mich mal kurz zählen. 1, 2 draußen, 3, 3 Kanäle hier, 2 draußen. 5 Kanäle, das heißt ein Drive würde ohne Probleme noch gehen, beziehungsweise ich glaube das wird schon knapp. Wir müssen so oder so einen Controller bauen und dafür brauchen wir Skystone und den bekommen wir, wenn wir eine Turtle bauen, und zwar die Mining Turtle, eine ganz klassische Mining Turtle. Dafür bauen wir die Turtle, dafür bauen wir den Computer. Dafür brauchen wir Glasspanes. 2, 3, 4, 5, 6. Für solche Fälle kann ich immer noch den hier in die Ecke stellen. 16 Glasspanes. Ein Computer. Und mit dem Computer bauen wir die Turtle. Mit der Turtle bauen wir die Mining Turtle. Perfekt. Wir bauen uns noch eine Chest, aber das wird nicht diese bleiben, sondern noch eine Iron Chest. Und danach machen wir eine Gold Chest. Und danach machen wir eine Dia-Chest, die zum Glück sehr sparsam ist. Obwohl, so groß wie die ist, könnte ich es auch echt verstehen, wenn sie 8 Dias kosten würden. Kohle. Noch kurz Kohle-Blocks. Ich glaube oder hoffe, dass man die auch mit Kohle-Blocks tanken kann. Kohle haben wir draußen noch im System, also von daher kein Problem. Da war die Aura Node. Ich muss mal kurz in der Journey Map anschalten, den Meteorit 1 on. Da hinten, gar nicht so weit weg. Der war ja schön groß. Da ist er schon. So. Okay, für Mining Turtles gibt es immer ein Standardprogramm. Das da wäre Excavate. Excavate heißt, die Mining Turtle baut einen Bereich ab, der ist so groß, wie ihr das sagt. Das heißt, die Schicht mit abbauen. Ja, dann stellen wir sie hier hin. Wir wollen möglichst den ganzen Meteoriten haben. So. Erstmal Block of Coal. Dann machen wir Label Set 1. So, die Mining Turtle heißt jetzt 1. Dann behält sie auch ihren Fuel. Dann machen wir Fuel All. So, jetzt ist sie bis zum Anschlag voll. Und
Dann warten wir erstmal ab, denn wir müssen noch zählen. Erstmal die Dia-Chest dahin. 1, 2, 3. Das sind 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 bis zur Mitte. Also machen wir 18, dann haben wir auf jeden Fall den ganzen Meteoriten mit abgedeckt. Da seht ihr es auch, 1 wird mir angezeigt, wenn ich sie angucke. Jetzt will ich von 1, mach Excavate. Man sollte auch ein X. Nein. Excavate. 18. So, die Mining Turtle befindet sich immer im unteren linken Eck, im Programm Excavate zumindest, immer im unteren linken Eck eines Quadrates. Und wenn ihr sagt, Excavate eine Zahl, dann wird sie genau dieses Quadrat abfarmen. Und zwar sieht sie sich in der unteren linken Ecke. Das heißt, sie geht jetzt da vorne, bis sie 18 Block weit war, und geht dann nach rechts. Irgendwann müsste sie hier hinten ankommen. Grab sie mal ein bisschen frei. Man sollte sich hier nicht in den Weg stellen. Da ist sie ein bisschen zickig manchmal. Deswegen machen wir das Ganze ein bisschen vorsichtig. Ist das überhaupt die richtige Höhe? Nee, die auf einen tiefer müsste sie lang kommen, oder? Oder einer höher? Irgendwo kommt sie hier gleich lang. Also sie fliegt auch, da hat sie kein Problem mit. Ah, sie hat da hinten gewendet. Sehr gut. Also sie fährt das so in Spuren ab und nicht, dass sie das irgendwie im Kreis abfährt. Okay, da hinten dreht sie. Dreht sich um und farmt jetzt hier Skystone. Ich guck mal kurz in ihr Inventar. Hat sie schon 7, wir nehmen das schon mal mit. Rechts macht sie alleine. Der Vorteil bei Excavate, wenn man an ihrem Startpunkt hinter sie eine Truhe stellt, dann wird sie in diese Truhe immer wieder, wenn ihr eigenes Inventar voll ist, abladen kommen. Oh, wir haben es Nacht werden lassen, aber halb so wild. Wir haben ja alles ausgeleuchtet. Ich habe Ende, also nach der letzten Folge auch noch den Reaktor ausgeleuchtet, um sicherzustellen, dass mir auch auf dem Reaktor keine Mobs spawnen. Also sind wir da auch auf der sicheren Seite. Jetzt bleibt uns eigentlich für diese Folge nur noch eine Sache zu tun. Und zwar einmal gucken wir hier rein, beziehungsweise da hinten. Wie hoch ist der Füllstand? Schon ziemlich hoch. Im Grunde ist alles voll. Wir haben noch ein paar Chests im Inventar, in dem System. 11 Stück. Skystone werden wir hier drin erstmal brennen lassen. Wir sollten schlafen gehen. Na, warum setzt er keine Chest? Ah, zu nah dran. So, oh, Shift. Und hier auch noch. Da und da. Wir machen Extract Always Active, beziehungsweise In and Out, grün und blau, Always Active. So, und auf blau wird er dann nur den Cobblestone wieder raustun. Always Active. In and Out, nein, grün und blau. Perfekt. Stellen wir hier auch noch eine hin. Extract always active. In and Out, extract über blau. So, dann müsste die Query jetzt farmen. Mal hier reingucken. Ganz genau. Es kommt irgendwas an. Nehmen hier schon mal ein paar Sachen raus. Ein paar Erze. Und kümmern uns dann um die Automatisierung der Büsche. Der XP-Büsche. So,
push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out. Noch nichts drin. Hier ein paar Erze. Erze, Erze, Erze. Bis wir voll sind, nehmen wir alle Erze raus. Und das wäre jetzt der Fall. Dafür bauen wir nochmal Chest Upgrade. Und zwar brauchen wir da Holzplanken in der Mitte. Eisen drumrum. Bauen davon mal 2, 3. Die stacken leider nicht. Okay. Dann bauen wir 3. Und dann machen wir das in die Mitte. Und machen drumrum Gold. Ne, geht das so nicht. Oder können wir vielleicht auch so machen? Ja, genau, so rum war's. Wir machen aus Holz Gold. Aus Holz machen wir Eisen. Aus Eisen machen wir Gold. Moment, ich verstecke eben die. Oh, bin ich blöd. Okay, die Erze in der Eisenkiste. Aber ihr seht, wie das Prinzip funktionieren soll. Genau, ich will von Holz auf Eisen und von Eisen auf Gold und von Gold auf Dia. Deswegen das in die Mitte, das hier raus. Hier links, rechts und Glas. Funktioniert das nicht so? Upgrade. Und damit Crystal wollen wir nicht. Gold to Diamond. Ah, die brauchen wahrscheinlich das normale Glas. Okay. 3 Glas. 1, 2, 3. Und perfekt. 1. So. Welche Chests wollen wir upgraden? Welche Chests wollen wir upgraden? Ich hatte eigentlich einen Plan, welche Chests wir upgraden. Genau, das ist erstmal die da oben. So. So. Und so, den Rest kann ich mir dann immer noch überlegen. Hat den großen Vorteil, dass man die Kisten nicht kaputt kloppen muss und neue Kisten aufstellen muss, sondern wir können einfach alle unsere Erze in der Kiste behalten. Wir müssen nur jetzt die, die in die falsche Kiste gerutscht sind, natürlich umstecken. Da haben wir noch mehr. Ja, Kobbel darf da bleiben. So kriegen wir alle Erze fein hier runter. Und können sogar nochmal zu den Kisten gehen, Erze rausnehmen. Weil noch so viel Platz da drin ist. Irgendwie funktioniert. Ach, genau. Ich habe ja die Trashcan weggemacht, die die Erde rausnimmt. Dann ist das logisch. Ist noch nichts angekommen. Hier schon.
Dann haben wir erstmal wieder etwas Platz für unsere ganzen Items und Erze. Und die Curry steckt da unten nicht fest. Alle Erze rein da. Alles, was pulverisiert werden kann, das da rein. Hier haben wir jetzt die Skystone Blocks. Und mit denen können wir einen ME-Controller machen. Das machen wir aber erst, wenn wir ihn wirklich brauchen, weil dadurch verbraucht das ME-System einfach viel Energie. Wir wollten Folgendes bauen. Den Harvester. Und da gucke ich einfach mal, was ich davon habe. Natürlich die Invar-Sachen nicht, das weiß ich aus dem Kopf. Dass ich keine zwei Invar-Ecks da im System habe. Aber zum Glück noch genug Stickies, um die zu bauen. Eine Schere habe ich sicherlich auch nicht mehr in vollem Zustand im System. Gold Gears. Reception Coil. Und den Machine Block, der Klassiker. Aber auch da waren wir vorbereitet. Harvester fertig. Was wir noch brauchen, ist eine Void Pipe, ihr kennt's. Da drin sammelt sich Sludge oder Schlacke. Die muss abgepumpt werden, weil wenn der innere Tank voll ist, hört das ganze System auf zu arbeiten. Deshalb die Void Pipe. Da oben ist sie schon. Void Transport Pipe, Void Fluid Pipe. Das ist die Void Transport Pipe. Die funktioniert so. Und davon haben wir nichts. Ink Tags, okay. Und Glas natürlich. Ich brauche auch wieder das normale Minecraft-Glas. Einmal schnell Ink Tags besorgen. Da meine ich, hatte ich doch... Oh, ich sollte aufladen. Also Ink Sacks bekomme ich auf jeden Fall aus dem Quarry-Loch da hinten. Das spawnen auf jeden Fall Squids. Und Kakteen machen Cactus Green. Mit Cactus Green bekommen wir die Dichtung, die wir brauchen. Einfach nochmal brennen oder... Ne, ins... Genau. Daraus machen wir dann mit einer... Transfer Node, ach, mit einer Fluid Pipe, mit einer Void Transfer Pipe, eine Void Fluid Transfer Dings, Void Pipe. Ihr wisst, was ich meine. Ich muss mein Jetpack nehmen. Blood Moon is Rising, ziemlich kacke. Ich will das jetzt trotzdem fertig machen. Ich weiß gar nicht, ob bei Blood Moon unbedingt der Lichtlevel ausschlaggebend ist. Das werden wir gleich sehen, wenn wir nach Hause kommen. Auf jeden Fall trifft sich das gut, denn diese Folge ist schon wieder zu Ende und wieder viel zu lang geworden. Ich hätte das mit dem Skystone gar nicht machen sollen. Egal, was erzähle ich hier rum. Natürlich sind jetzt gerade keine, doch da hinten ist einer. Nein, es ist auch nur noch ein Slime. Und kein Tintenfisch, ein Brain Slime. Schön. Der bringt mir leider nichts. Außer ein paar... Slimebälle. Einmal gucken, ob hier ein Tintenfisch ist. Ansonsten würde ich sagen, Blood Moon wollen wir in der Folge nicht. Das ist vielleicht was für ein Stream. Nächste Folge geht es weiter mit dem Harvester. Den gibt es dann eben nicht in dieser Folge. Es ist auch relativ unspektakulär. Der farmt die Büsche ab und mehr macht er nicht. Da stellen wir auch eine Dia-Chest hinter, dann haben wir genügend Platz für die Experience-Berries. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, wenn nicht, schreibt mir, was ich besser machen kann. Vielen Dank an alle, die so fleißig und regelmäßig zuschauen. Und draußen geht's schon rund. Alles klar, Leute, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.